Guten Tag in China. Ich grüße Sie. Willkommen zu China Webinar. Heute haben wir den 18. April 2024. Wir haben heute Talkshow Xiaolong Hu. Das Thema heute ist Sprechen deutsche Autozulieferer in der Zukunft Chinesisch, Schrägstrich Fachchinesisch. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Moderator heute. Wie immer haben wir für Sie spannende Zusammenstellungen von Experten, sowie aber auch heute haben wir drei wunderbare Experten für Sie an diesem Nachmittag in China, an diesem Morgen in Deutschland. Zuerst haben wir die Corinna Aberle. Und die Corinna ist Head of Trade Information von GTAI in Shanghai. GTAI steht für Germany Trade und Invest. And Invest natürlich in Englisch. Und sie ist Marktexpertin über Chinas von Technologie und Innovation getriebene Industrie wie Automobil, aber auch weitere Branche. Sie ist über 20 Jahre in China tätig und spricht sehr gutes Chinesisch. Ich habe sie häufig Chinesisch sprechen erlebt. Und jeweils 8 Jahre und 6 Jahre hat sie in Taipei und Beijing gearbeitet. Seit 2014 ist sie in Shanghai stationiert. Wenn ich immer wieder in Shanghai in China bin, wie ich heute auch bin, dann besuche ich sie gerne und insbesondere in dem GTAI-Büro und in dem Eckoffice mit großem Fenster schauen wir gemeinsam auch auf Huangpu-Fluss und diskutieren wir über die Entwicklung im Markt China. Leider heute haben wir uns nur virtuell den Termin, aber ich freue mich nach wie vor, Corinna, dass du heute Zeit hast. Eine zweite Expertin haben wir heute für Sie ist die Alexandra Stefanow. Alexandra ist die Frau mit frischen Gedanken. Sie war neulich ohne Laptop und ohne Mailzugang 4 Wochen lang in Vietnam, Laos und Kambodscha unterwegs. Ich glaube, das halte ich gar nicht durch. Und die Sinologin hat vor 4 Jahren China Impulse gegründet, um Einblicke in Chinas Technologiewelt anzubieten. Und nebenbei promoviert sie an der Uni Marburg. Und das Thema passt sehr gut zu unserem heutigen Diskussion. Und ich werde für Sie das Thema mal vorlesen, um präzise zu sein. Transitionen Chinesisch und Deutsch, Geschäftsbeziehungen im Kontext technischen Paradigmenwechsel in der Automobilindustrie. Also sehr passend für heute. Willkommen, Alexandra. Danke für die Einladung und hallo zusammen. Als letzten Gast möchte ich euch Herbert Wittel vorstellen. Der Herbert ist ein Mann mit klaren Worten und er ist Beirat und Gesellschafter von der Mittelstandsfirma Strama MPS Maschinenbau GmbH und Co. KG. Und er ist aus meiner Sicht ein typischer Unternehmer und Manager des deutschen Mittelstands. Ich freue mich insbesondere, dass er bereits nach 14 Jahren das Du mir angeboten hat. Und 2010, als wir uns erstmal kennengelernt haben, war er federführend verantwortlich für die Gründung für die Strama China. Und damals machte Strama, wenn ich mich daran erinnere, 70, 80 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Und heute die Strama-Gruppe mit verschiedenen Technologie-Experten, diese Firmen wie A&E und F&K, Devoltec und weitere macht Strama Gruppe mehr als 260 Millionen Euro Umsatz. Das ist fast chinesische, oder das ist chinesisches Speed. Insofern freue ich mich sehr, dass Herbert, du heute bei mir, bei uns bist. Und seit einigen Monaten bist du ja in wohlverdienten Ruhestand. Und unterstützt Strama nun als Beirat und Gesellschafter mit der Erfahrung und Einschätzung, was du über die Zeit gewonnen hast. Und heute freuen wir uns auch auf deine Impulse für uns und deinen Beitrag.
Ja, hallo zusammen und danke für die netten einleitenden Worte. Wir haben zu Beginn erstmal zwei Nachrichten für uns oder für Sie. Und die erste Nachricht ist über Autosalon in Genf. Und zu Beginn dieses Jahres, hier sieht man, die deutschen Hersteller überlassen Chinesen die Bühne. Bedeutet, gesagt ist über die Situation, dass auf Autoshow in Genf fast gar keine Automobilhersteller aus Deutschland vor Ort war, mit Messeausstellungen und dafür aber sehr, sehr viele chinesische OEM. Und die andere Nachricht ist noch frischer aus letzten Wochen. Und der Mobilfunkhersteller aus China, Xiaomi, hat das erste Automodell Xiaomi SU7 herausgebracht mit schnittigem Design, und das hat auch weltweit kleine und große Erstaunung geführt. Und deswegen die erste Frage auch gleich an Herbert. Herbert, Genfer Autosalon, fast gar keine Automobilhersteller aus Deutschland da. Was denkst du darüber? Ja gut, das Thema hat sich halt massiv gewandelt. Eine Automobilshow in Deutschland, wenn man nach Frankfurt früher geschaut hat, wenn man in München geschaut hat, war doch sehr viel mit Demonstrationen, also mit negativem Beigeschmack in den letzten Jahren versehen. Und dadurch ist halt durch die Demonstrationen, die sehr pressewirksam halt auch veranstaltet wurden, es waren Autobahnen gesperrt, weil sich irgendwelche von Autobahnbrücken abgeseilt haben. Und dieser negative Touch, der ist dann auch auf die Messe übergeschwappt. Und wenn dann ein Hersteller dann angeklagt wird, dass er wieder Verbrennungsmotoren eben ausstellt und wieder nicht auf CO2 schaut, dann verkneifen sich eben die deutschen Automobilhersteller diese negative Presse mit ihrer Marke, mit ihrem Image in Zusammenhang zu bringen. Und die Art und Weise, wie man seine Produkte in den Markt bringt, ist nicht unbedingt mehr in Deutschland, in Europa über eine Messe. Man hat in Corona-Zeiten gelernt, dass es andere Methoden auch gibt. Und dann nimmt man das Geld, was so eine Messe auch bedeutet, und geht andere Wege mit Werbung, mit Social Media, mit Hausmessen, wo dann eben die spezifischen Kunden eingeladen werden oder auch mit spezifischen Events beglückt werden. Das ist ein Wechsel, der sich da vollzieht. Ein neuer Hersteller natürlich, wenn man jetzt die chinesischen Hersteller anschaut, die den deutschen Markt jetzt penetrieren, mit Schiffen auch massiv liefern, da ist natürlich das ein Markteintritt, der nur in der Breite, Social Media und Messe und anderen Methoden gelingen kann. Das ist halt der Punkt, warum das jetzt sich die Deutschen gar nicht mehr in Genf auf der Messe sehen lassen. Meine Ansicht. Ja, ja. Und Alexandra, du hast ja im Rahmen von deiner Promotion und deiner Studie mit einigen chinesischen Unternehmen, insbesondere chinesische OEM, zu tun, die nach Europa expandieren. Wie siehst du eigentlich dieses Phänomen? Mit dem Messeauftritt? Mit dem Messeauftritt, dass da viele chinesische OEMs da sind. Ja, also ich glaube, das sind zwei Punkte, die mir da einfallen. Zum einen allgemein dieses Thema Showroom in China, was sehr, sehr viel präsenter ist als das, was man hier von Unternehmen kennt. Ich habe das auch bei meinem letzten China-Besuch mal wieder gemerkt. Bei allen Unternehmen von klein bis groß gibt es Räumlichkeiten, die speziell dafür vorgesehen sind, dass sich das Unternehmen präsentiert für Gäste, für Besucher, für Geschäftspartner, mit riesengroßen Displays, teilweise an der ganzen Wand 360 Grad, mit Säulen in Displayform, mit Displays in allen Formen eigentlich, als Kugel, als transparent, als wie auch immer, in Lebensgröße, mit Videos von Personen. Also dieses Thema sich präsentieren und Showroom und zeigen, was das Unternehmen
Macht und drauf hat und Geschichte und alles mit ganz viel Glanz und ganz viel Überraschungen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein speziell chinesisches Thema. Und zum anderen, speziell für die OEMs, für die chinesischen Automobil-OEMs, ist es auch ein Thema von sich in Europa bekannt machen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute noch nie was von den chinesischen Autoherstellern gehört haben, wie NIO, BYD, Xiaomi sowieso nicht. Also das ist für sie auch ein Thema und eine Möglichkeit, sich zu zeigen, sich zu präsentieren und sich bekannt zu machen, weil sie eben auch in Europa ihre Autos verkaufen wollen. Das heißt, sie wollen, dass die Leute sie auch im ersten Schritt kennen. Das sieht man auch bei NIO zum Beispiel ganz stark. Sie versuchen erst die Community aufzubauen und dann ihre Autos zu verkaufen. Und ich glaube, für sie sind die Messen eben eine gute Möglichkeit, sich zu zeigen und dass über sie auch berichtet wird. Ja, die chinesischen Automobilhersteller sind jetzt stark im Kommen, insbesondere in der Elektroautomobilsektoren. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, in den letzten Wochen liest man in der Presse in Deutschland, das Verkauf von Elektrofahrzeug geht nach unten. Die Verkaufszahl geht nach unten. Das irritiert mich so ein bisschen. Daher die Frage auch mal an Herbert zuerst und später auch gerne an Corinne, was China darüber denkt. Aber erstmal an Herbert, wie kann man dieses Phänomen erklären? Warum ist der Verkauf von Elektrofahrzeug geht runter? Ja gut, die meisten Entscheidungen, die man trifft, wenn man was kauft, ist eine Preisentscheidung, insbesondere bei teuren Gütern. Und wenn man einen Verbrennungsmotor mit einem Elektrofahrzeug vergleicht, muss man halt ganz klar sagen, da ist ein deutlicher Preisunterschied in der Anschaffung. Wenn man über lange Jahre das betrachtet, dann tut sich das annähern, aber der Preisnachteil bleibt. Warum die Batterie, das Herzstück eines Elektrofahrzeugs, ist halt wesentlich teurer. Da werden 10.000 Euro für ein normales Fahrzeug oder mehr aufgerufen. Und von dieser Seite ist ein Fahrzeug, Größe, Leistungsklasse wesentlich teurer. Und das andere, was halt doch auch vielen Leuten, die sich halt längere Zeit dann mit Elektrofahrzeugen beschäftigen, in den Sinn kommt. Es wird ja immer gesagt, CO2-Ausstoß ist von einem Elektrofahrzeug null. Wenn man aber eine genauere Betrachtung macht, muss man erstens sehen, dass ein Elektrofahrzeug bei der Herstellung einen wesentlich größeren CO2-Footprint erzeugt als ein Verbrenner. Erster Punkt, und der volkswirtschaftliche Schaden, der ja auch noch entsteht, wenn man Lithium-Produktions- oder Abbaustätten sieht in Chile, wenn man sich das wirklich einmal selber angeschaut hat, es ist enorm. Dann kommt ja auch noch dazu, der zweite Punkt, Elektrofahrzeuge haben eine wesentlich geringere Lebensdauer wie ein Verbrenner. Ganz einfach, wenn die Batterie an Leistung, an Speicherfähigkeit verliert, dann ist es bei vielen Fahrzeugen unmöglich, diese auch auszutauschen, zu ersetzen, also wirtschaftliche Unmöglichkeit sowieso. Und dann der dritte Punkt, wenn man halt die gesamte CO2-Bilanz ehrlich betrachtet, es ist ja nicht so, dass der Strom aus der Steckdose kommt, sondern der muss erzeugt werden. Und da, glaube ich, sind wir uns alle einig, jeder Zusatzstromverbraucher, den wir in den Markt, ins Feld bringen, erzeugt zuerst einmal einen heftigen CO2-Ausstoß, weil Zusatzstrombedarf, solange wir keinen regenerativen Strom oder Atomstrom im Überfluss haben, wird er erzeugt in Gaskraftwerken, in Kohlekraftwerken. Und von dieser Seite, wenn man dann die ehrliche CO2-Bilanz macht, kommend aus höherer CO2-Footprint bei der Herstellung, dann höherer CO2-Footprint, weil die Lebensdauer von E-Fahrzeugen niedriger ist und dann noch die Stromerzeugung auch ehrlich betrachtet wird, nicht gesagt wird, ich habe ja Solarzellen auf meinem Dach, ich nehme genau diesen Strom her, man könnte ja diesen Strom auch einspeichern, dann ist ja dieser CO2-Footprint nur local null, aber eben nicht in der Gesamtbetrachtung des Systems. Und natürlich, wie ich schon sagte, die preisliche Komponente spielt auch eine wesentliche Rolle. Und das ganze System muss sich einpendeln. Die Batterieherstellung, die muss günstiger werden. Es müssen halt geeignete Batterien da sein.
Die ganze Thematik Infrastruktur muss ja auch erwähnt werden. Wenn du mitten in der Stadt wohnst, dann ist es halt schwierig, dein Auto zu laden. Es ist nicht gleich die nächste Ladesäule um die Ecke. Und eben die Reichweiten, die sich jetzt schon in vernünftigen Rahmen bewegen. Aber wenn du ein Fahrzeug hast, das du wirklich universell einsetzen möchtest, auch nach Kroatien im Urlaub fahren willst, in einen entlegenen Ort, dann tust dich halt auch schwer, vernünftig in einer vernünftigen Zeit eine Strecke zu bewältigen. Das ist ein Thema, wo sich eben langsam eine Sättigung, ist jetzt der falsche Begriff, bietet. Wenn technologischer Fortschritt da ist, Infrastruktur da ist, wird sich dann natürlich wieder das ganze Thema der Elektromobilität ausweiten können. Aber da muss das Technik da sein, Infrastruktur da sein und sich die Preise eines Verbrenners annähern. Du meinst, dass dieser CO2-Reduktionseffekt wird jetzt kritischer bewertet oder ganzheitlich bewertet. Zum einen, das andere Subventionierung geht zurück. Ein Blick nach China, Corinna, was sind eigentlich die Marktentwicklung in China bezüglich Verkäufer im Bereich Elektromobilität? Ja, ich habe jetzt gerade noch mal versucht, so ein bisschen die Zahlen reinzugucken. Vielleicht fangen wir noch mal im letzten Jahr an. Da sind ungefähr 9,5 Millionen NEVs verkauft worden. Und das war ein Anstieg von ungefähr 37,9%. Also wir sind sowieso nicht mehr bei diesen Zuwachszahlen von 60, 70, 80, 120%. Ist auch klar, weil die Basis ist jetzt größer geworden. Also das ist ein Teil der Story. Das muss man immer ganz klar sehen. Jetzt im ersten Quartal ist das Wachstum bei 31,8%, also nochmal ein bisschen weiter zurückgegangen. Das gilt aber generell auch für den Kfz-Absatz insgesamt. Was für mich interessant ist, finde ich vielleicht zwei Sachen, die bereits angesprochen worden sind. Infrastrukturausbau, ja, ich glaube, das ist wichtig und vor allen Dingen und Preis und vor allen Dingen dann, wenn man weiß oder perspektivisch sieht, dass jetzt jedes zusätzliche NEV, was verkauft wird in China, ja vor allen Dingen die Second-Tier- und Third-Tier-Cities im Blick hat. Da wird sich das entscheiden und da spielen natürlich Preis eine deutlich stärkere Rolle als in Märkten wie in Shanghai zum Beispiel oder Peking oder Guangzhou oder Shenzhen. Das spüren wir natürlich und natürlich auch die Infrastruktur. Die ist im Aufbau, die ist im Ausbau, aber sie ist halt eben noch nicht da, wo sie in den großen Städten ist. Was mir aufgefallen ist, wenn wir in die Zahlen schauen, ist schon interessant. Das macht ja jetzt auch immer wieder die Runde, die Überkapazitäten. Und das sehen wir natürlich in den Exportzahlen. Und man muss auch sagen, dass die ganzen Wachstumszahlen, jetzt muss ich gerade noch mal schauen, hier hatten wir es. Also insgesamt hatten wir ja zum Beispiel 2023, im letzten Jahr ungefähr 30 Millionen Kfz verkauft. Also im Inland ungefähr 25 Millionen, da war der Anstieg 6% und der Rest ging in den Export und da war der Anstieg 58%. Also sprich, gegen den Strich gelesen heißt das, der Export steigt schneller als der Inlandsmarkt oder man kann natürlich auch so sagen, was auf dem Inlandsmarkt nicht verkauft wird, geht eben stärker in den Export und wir sehen es auch im Anteil, das ist auch interessant, also wenn man sich nochmal vorstellt, dass selbst, sagen wir es mal so, 2018 oder 2019, im Jahr vor Covid, war der Anteil des Fahrzeugexports an der chinesischen Fahrzeugproduktion bei unter 4%. Unter 4%. Vielleicht mal fragen, wo schätzt ihr, ist der Anteil jetzt im ersten Quartal 2024? Das Doppelte oder das Dreifache? Das Doppelte, dann wären wir bei 8%, das Dreifache, dann wären wir bei 12%. Gibt es noch andere Schätzungen? Das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Ja. Nein, wir sind im ersten Quartal bei 20%. Also ein Fünftel geht bereits in den Export. Und zwar ist im Prinzip die Mehrheit immer noch sind Verbrennungsmotoren, also sind Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, die vor allen Dingen eben in die Entwicklungsländer und natürlich in den russischen Markt reindrücken. Also diese Überproduktion, ja, die geht eben auch in die Auslandsmärkte rein. Und wenn wir sprechen über China als kommende Automobilstandort und globaler Wettbewerber, dann dürfen wir das nicht ganz außer Acht lassen. Also nicht nur über die NEVs sprechen, das ist natürlich der Selling Point,
Aber tatsächlich, wenn man in die Volumen schaut, ist der Verbrennungsmotorexport immer noch signifikant. Ja, danke. Und ich bleibe nochmal bei dir, Corinna, weil du ja auch mir erzählt hast, nächste Woche gehst du auf diese große Autoshow in Beijing. Hast du schon bestimmte Trends, die du erwarten kannst, quasi als Vorschau für die Teilnehmer und für uns? Ja, ich denke, dass ich, also aus meinem Bauchgefühl heraus, wird sich das jetzt im Prinzip ja, verstetigen, beziehungsweise ja, verstetigen. Ich gehe davon aus. Ich kann jetzt noch nicht sagen, die Autoshow in Peking ist auch immer ein bisschen anders aufgebaut als in Shanghai. Das liegt schon daran, dass Zulieferer und OEMs normalerweise getrennt sind, auf unterschiedlichen Geländen ausstellen. Ja, erwarte ich Neuheiten. Also wir, ja, sicherlich werden ein paar neue Modelle ausgestellt werden. Interessant wird sicherlich sein, wie die internationalen OEMs im Vergleich zu den chinesischen auftreten. Werden wir ja, vielleicht erwarte ich, aber das werden wir sehen. Ich erwarte nicht mehr so viele neue Namen. Also es gab ja vor 2 Jahren oder so, da ist man jedes Mal auf die Autoshow und hat die Hälfte der Namen nicht gekannt, selbst die Leute, die sich damit beschäftigt haben. Das erwarte ich nicht mehr so in dem Maß. Ja, ich denke, dass dieser Trend sich abschwächen wird, weil einfach auch der Wettbewerbskampf, der Preiskampf sehr stark zugenommen hat. Und man sieht es auch, dass deutlich weniger M&As zum Beispiel ja auch stattgefunden haben im ganzen Automotive-Markt in den letzten 3 Jahren. Es ging kontinuierlich zurück. Aber ich lasse mich überraschen. Also ich komme bestimmt wieder mit irgendeiner Marke zurück, wo ich gesagt habe, oh, okay, die habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Wo kommt denn die jetzt her? Da freuen sich die ganze Wirtschaftsreporter aus Deutschland, dass sie nicht schon wieder viele neue Namen lernen müssen. Und, also wer weiß nicht, das ist meine Erwartung. Vielleicht werde ich ja auch total überrascht und da kommen wieder irgendwie ja, ein Haufen neue. Aber vielleicht muss man ja gar nicht mehr nach Beijing fahren, um neue Namen zu lernen, weil die chinesischen Autobauer kommen auch nach Europa. Es ist spannend, wer BYD jetzt, wie hier angekündigt, in Europa das Werk hat und die Produktion hat, zu welchen Zahlen das gehört, zu Export oder zu der Produktion. Das wäre so eine dritte Sparte dann, die im Ausland produzierende Fahrzeuge. Das ist echt spannend. Wenn ihr diese Nachricht seht, jetzt Frage an Herbert, was denkst du darüber, während BYD tatsächlich vor der Haustür von München, das ist ja nicht weit, Ungarn ist ja nicht weit von München, das Werk baut? Ja, das ist natürlich eine besondere Nachricht für mich, weil dieser Wettbewerbsvorteil, den ein chinesischer Automobilhersteller in seinem Heimatmarkt hat und nur den Export bedienen muss und, wie wir auch gehört haben, die Lieferkette selber bedient mit eigenen Schiffen, mit Roll-on, Roll-off dann in Bremerhaven oder an einem Hafen in Deutschland anlandet, dass er diesen Wettbewerbsvorteil der Produktion im eigenen Markt aufgibt und nach Ungarn geht, wo man dann auf Augenhöhe ist mit anderen Autowerken, ist in Ungarn produziert Audi, in Ungarn baut BMW sein neues Werk für die neue Klasse, in Ungarn ist Daimler als Produzent da und die Zulieferer haben sich natürlich um die Werke angesiedelt. Kleiner Nebensatz, Strama hat auch eine kleine Firma gegründet, um natürlich als Maschinenbauer die Anlagen zu den OEMs, zu den Zulieferern bringen und dann hinterher im Service bzw. in der Produktionsbegleitung auch da sein zu können. Man begibt sich eben auf Augenhöhe mit den gleichen Vor- und Nachteilen wie ein europäischer Hersteller. Ist natürlich spannend, das zu beobachten. Und für mich ist sowieso überraschend, warum alle Welt nach Ungarn drängt. Von Zulieferern hört man auch, dass die mittlerweile jetzt schon, obwohl die Personalzahlen, die müssen sich verdoppeln, wenn alle Werke anlaufen oder verdreifachen, jetzt schon bei Zulieferern, die halt nach Deutschland exportieren, die Mitarbeiter zum Teil 60, 80 Kilometer mit Bussen herangekarrt werden, was man aus ländlichen Bereichen in Deutschland auch kennt, und dann wieder vor Ort zu gehen und dann natürlich eine Personalkostenrate oder Steigerungsrate hat, die deutlich sein wird aufgrund der Verknappung des Personalangebotes. Für mich eine spannende Sache, die zu beobachten ist, inwieweit dann BYD mit einer kompletten Fahrzeugproduktion kommt oder wie deutsche Automobilhersteller das in so Nebenmärkten wie Ägypten oder Thailand auch machen mit CKD-Modellen, also Completely Knocked Down-Modellen, wo quasi nur eine Endmontage stattfindet, um Zollthemen umzugehen, um Zulieferer
entsprechend auch die Möglichkeit zu geben, da Wertschöpfung zu betreiben. Das muss man wirklich sehen. Ich bin von dieser Nachricht überrascht und auch noch nicht in der Tiefe informiert, wie jetzt BYD sich aufstellen wird. Ja, wunderbar. Ich denke, wir haben somit eine ganz gute Gesamtsituation über Automobilwelt. Und wir haben heute vor, etwas mehr über Automobilzulieferer zu sprechen. Deswegen gehen wir gleich in der nächsten Session. Jetzt ist Werbezeit. Hannover Impuls GmbH ist Standort Promotionsagentur der Stadt und Region Hannover, meine zweite Heimat. Mit HIBS, also HIPS, Hannover International Business Service, bietet das Hannover Impuls Team ausländische Firmen in Expansion nach Europa, zum Beispiel hier in dem Fall BYD, Stadt und Regierung und in Deutschland Informationen und Gründungsservice an. Kontaktieren Sie bei Bedarf China Team oder scannen Sie dafür diese QR-Code von Hannover Impuls GmbH. Ende der Werbung. Wir bedanken uns natürlich hier auch bei unseren Sponsoren, sodass wir uns auf die inhaltliche Arbeit von den Webinaren konzentrieren können. Ja, wir haben vorhin gesagt über die Zulieferer. Herbert, du hast ja echt lange Zeit als Sondermaschinenbauer, insbesondere auch die Zuliefererindustrie gedient oder beliefert. Und wie ist es die Abhängigkeit zum Beispiel zwischen den großen Zuliefererfirmen wie Bosch oder Conti oder andere Marke, wie wir alle kennen, ZF, von den deutschen OEM? Haben Sie, wir haben ja weltweit, hat er vorhin Corinne gesagt, chinesische Produktionsmenge ist ungefähr 30 Millionen und ich glaube, die weltweite Gesamtautomobilzahl ist ja 90 Millionen. Ist das dann die deutschen großen OEMs, global agierende Firmen wie Bosch, sehr stark von den deutschen OEM abhängig? Die Abhängigkeit ist gegeben. Es ist aber auch so, dass die deutschen OEMs bei den meisten Komponenten auch in den Auslandsmärkten auf die deutschen oder europäische, ich sage mal europäische Zulieferer zurückgreifen. ZF ist genannt worden, VWX-Komponenten, dann Bosch ist genannt worden, Conti ist genannt worden, Bremssysteme sind halt Sicherheitskomponenten, wo ganz einfach deutscher OEM keine Abstriche macht. Und diese Zulieferindustrie, die geht ja immer, ich habe es ja vorher mit Ungarn erklärt, mit den OEM-Produktionsstätten mit. Und die Maschinenbauer werden ja zum Teil nachgezogen. Also wenn man den chinesischen Markt eben anschaut, gut, VW ist in den 80er Jahren da hingegangen, BMW mit großen Werken in Shenyang, Daimler in Peking, die haben ihre Produktionsstätten gesucht und vor den Werkstoren oder meistens in Zulieferparks in China haben sich dann die deutschen Zulieferer angesiedelt. Ähnliche Strukturen findet man in Mexiko vor, selbst in den USA ist es auch so gewesen. Die Abhängigkeit ist da. Natürlich versuchen deutsche Hersteller, um eben das Thema Preis, wie wir schon vorher gehört haben, da auf Augenhöhe zu kommen, auch sich mit chinesischen Komponenten, sei es Second, Third Tier, dann entsprechend auch zu bedienen. Die Situation wird sich natürlich auch verändern. Wenn wir uns als Maschinenbauer anschauen, wir sind ja auch mehr oder weniger zunächst im Exportmodell unterwegs gewesen und haben die Bosch ZFs und Contis in China bedient. Da war ganz einfach immer die Aussage gegeben, wir möchten gleiche Anlagentechnologie in der Triade haben. Das heißt, in einem Werk in Mexiko, in Amerika, also in USA, Mexiko in Summe, in der asiatischen Welt, in China und in Europa, gleiche Anlagentechnik, das heißt, gleiche Qualität an Produkt kommt raus, wenn man die gleichen Rohstoffe verwendet. Das war so der Trend, aber in China, das muss man ganz ehrlich sagen, sind einige Maschinenbauer in Bereichen, die reine normale Montagetechnologie ist, keine Hochtechnologie sind technologisch auf Augenhöhe und natürlich
ein chinesischer Maschinenbauer ist dann günstiger, dann bezieht auch ein Zulieferer die Maschinen. Und genauso wird es sein mit chinesischen Zulieferern. Die werden auch ihre Produktqualität erhöhen, verbessern aufgrund der Stückzahlen, die sie machen, für die chinesischen Hersteller auch Skalierungseffekte haben und preisgünstiger werden. Das wird eine Entwicklung sein, die vom Maschinenbauer sich jetzt in den direkten Komponentenlieferanten reinzieht. Und wenn man dann halt auch hört, dass jetzt chinesische Automobilhersteller in den europäischen Markt gehen, wie bei dir, einen anderen haben wir gerade auch noch gehört, dann wird sich das komplett verschieben. Und auch von der Maschinenanlagenbauerseite stellen wir auch fest, dass chinesische Maschinenbauer mittlerweile auch nach Deutschland liefern. Zum Teil kaufen sie noch eine europäische Firma und dann beliefern sie ein neues BMW-Werk, wo Batterien hergestellt werden für BMW in meiner Nachbarschaft, also Straßkirchen, unweit von Straubing, unweit von München, um halt die Kette darzustellen. Und da sind chinesische Maschinenbauer da und eine Firma Strammer, wo schon fast zu Fuß hinfahren könnte, es sind 20 Kilometer, ist da außen vor, weil ganz einfach die Preisgrößenordnung zu groß ist. Ob Dumping ins Spiel ist, ob intelligentere Maschinen geliefert werden, das kann man sich selber ausdenken. Das heißt ja, das hat ja richtige große Impact, die neue Marktentwicklung. Und lass uns vielleicht nochmal einen Blick auf die chinesische Zulieferer schwenken und sagen, Frage an Alexandra, welche Rollen spielen die chinesische Zulieferer für den Erfolg? Ist ja ein Erfolg, wie man so viele neue Hersteller sieht. Und zum Teil die Hersteller sind auch sehr erfolgreich, wie BYD produziert jetzt schon in Deutschland. Welche Rolle spielen die chinesischen Zulieferer für den Erfolg Elektrovehikel aus China? Also ich glaube, was die Hardware angeht, arbeiten auch viele der chinesischen OEMs mit deutschen oder europäischen Zulieferern noch zusammen, also ZF, Bosch und so weiter. Die sind auch sehr stark bei den chinesischen OEMs involviert und vor allem auch mit Produktionen vor Ort in China. Also was man ganz viel beobachten kann, ist, dass die Deutschen in China sehr, sehr viel Forschung und Entwicklung betreiben, sowohl die Zulieferer als auch teilweise die OEMs mittlerweile, in Zusammenarbeit mit den chinesischen Unternehmen, weil man in China einfach viel mehr ausprobieren kann, viel mehr testen kann, auch gleich im Alltag. Und so wird sehr, sehr viel erstmal local for local weiterentwickelt in China, also sowohl für die Deutschen als auch für die chinesischen OEMs. Aber der Trend geht auch hin von local zu global, dass man in China forscht und entwickelt und dass das dann eben in andere Auslandsmärkte exportiert wird. Und ich glaube, bei der Hardware spielen eben deutsche Autozulieferer immer noch eine große Rolle, auch bei den chinesischen OEMs. Aber jetzt, wo es ja immer mehr in Richtung Software-Defined Vehicle geht und quasi das Auto wird so zum Smartphone auf Rädern und die digitale Komponente spielt eine immer größere Rolle. Ich glaube, da werden wir mehr von der chinesischen Seite sehen, weil man das auch schon bei den OEMs beobachten kann, dass viele der neuen NIO, BYD, XPeng und so weiter, sie haben auch diesen starken digitalen Hintergrund. Sie haben auch diese jungen Gründer, die aus dem Internetbereich teilweise kommen. Und da ist die Software im Auto bei den Chinesischen schon sehr, sehr wichtig, wird auch bei den anderen immer wichtiger. Und ich glaube, da werden wir in Zukunft mehr chinesische Zulieferer sehen können. Verstehe. Ich habe das sowohl bei dir als auch bei Herbert so ein bisschen rausgehört. Bei bestimmten Komponenten, Hardware-Komponente, ist nach wie vor die deutsche Zulieferer vorne. Und dabei möchte ich gerne Corinna nochmal genauere Fragen in diese Technologiedomäne der Zulieferindustrie. Vielleicht hast du etwas sagen wir, einen guten Überblick in wo ist eigentlich, in welchem Bereich generell ist chinesische Zulieferer schon auf Augenhöhe und in welche Technologiedomäne, vielleicht muss man ja auch die Klasse, Fahrzeugklasse auch dazu nehmen. Wie ist da eigentlich die Struktur von dem Marktsegment? Ja, also da kann ich im Detail tatsächlich nicht antworten, aber man kann natürlich davon ausgehen, dass bestimmte die Luxusklasse, ja, Herbert hat es auch schon erwähnt,
braucht oder fordert ein, einfach. Die Kundschaft fordert einfach ein. Die Top-Lieferanten, die Top-Zulieferer, und die sind halt häufig aus Deutschland. Also das würde ich sagen, ist sicherlich ein Segment, wo das auf jeden Fall noch der Fall ist. Interessant ist natürlich, das sollte man auch nicht vernachlässigen, das Heranziehen der starken chinesischen Wettbewerber im Zulieferbereich. Das eine, genau, hatte Alexandra erwähnt, das ist eben ganz klar die Internetkomponente, die Datenkomponente. Aber es geht ja auch in Richtung ganz normale Zulieferung. Ich habe jetzt letztens wieder gelesen, Zungbian übernimmt, hat zum Beispiel seinen ersten Auftrag bekommen von einem großen europäischen, kann man sich überlegen, wer das ist, Automobilhersteller. Da stellen sie jetzt die Sicherheitsgurte dafür her. Also das ist jetzt etwas, was Sicherheit sogar betrifft. Das hat mich sehr erstaunt, ja, dass man das jetzt sogar aus der Hand gibt. Aus meiner Meinung nach spielen die Joint Ventures, die ja jahrelang Vorschrift waren und eingefordert wurden, sind in China in dem Zusammenhang eine vielleicht nicht zu vernachlässigende Rolle. Denn in den Joint Ventures ist der Einkauf und die, also eben auch die ganze Management von den Zulieferungen zunehmend in chinesischer Hand gewesen. Und da ist natürlich ein direktes Competitive-Feld entstanden zwischen den deutschen Tier-1-Zulieferern und den heranwachsenden, aggressiven chinesischen Wettbewerbern. Und so aus meiner Sicht ist das natürlich zum einen benutzt worden, um die Preise zu drücken. Ja, sehr gerne hat man natürlich gesagt dann, ja, schau mal. Und zum anderen hat man jetzt eben auch wirklich Wettbewerber. Das ist nie die ganze Branche, es ist immer nur die Spitze sozusagen der chinesischen Wettbewerber, aber die das halt eben ganz gut können zu einem Preis, wo ja deutsche Internationale wenig mithalten können. Ein Name ist heute schon gefallen, der denke ich, der hat es sehr, sehr gut gemacht, macht es weiterhin sehr gut, ist Bosch. Bosch hat ja ein sehr weit verzweigtes Netz der Kooperationen aufgebaut in China. Ja, also es ist schwierig zu sagen, was ist rein Bosch und was ist Bosch Plus, also sozusagen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Strategie, um zum einen in dem Ökosystem drin zu bleiben, es zu verstehen und auch die Bedürfnisse und die Produkte entsprechend anzupassen. Also es geht, aber man muss natürlich ein Verständnis für diesen Markt haben und man muss auch bereit sein, Bosch, wie gesagt, das ist über Jahre hinaus, hat sich das entwickelt. Und man braucht eben diese guten Beziehungen, dieses gute Netzwerk. Man muss im Prinzip da Teil sein von diesem chinesischen Approach, um das eben vorauszudenken und dann an der richtigen Stelle zu sein. Also das wäre vielleicht, ja. Verstehe. Und ja, sowohl du, aber auch Herbert sagen, die Großen haben schon länger die Geschäftsbeziehungen mit chinesischer OEM, haben chinesische Kunden. Ich denke mal auch, im Gegensatz zu den Großen, die Kleinen haben vielleicht auch wegen geografischer Trennung noch nicht, aber jetzt haben sie ja diese Ausrede auch nicht mehr. BYD kommt ja nach Europa. Das heißt, irgendwann klopfen die chinesischen Kunden an der Tür. Und Herbert, ihr habt ja auch in China eine Niederlassung, insofern habt ihr sicher schon Kontakt mit chinesischen Kunden, vielleicht nicht unbedingt OEM-Kunden, aber große chinesische Zulieferer als Kunden. Wie ist da die Geschäftsanbahnung mit so einem chinesischen Kunden? Was ist da Unterschied? Ja, gut, mit chinesischen Kunden, ich sage die ganz großen, bekannten Namen, da wirst halt angefragt. Auch andere Kunden aus dem Hightech-Segment, sehr gesagt worden, F&K Delvotec, die machen Wunder, also mehr für die Halbleiterindustrie ist ja das ein Produkt, aber auch im Bereich der Elektromobilität. Und da wirst halt du angefragt, da musst halt Expertise haben, die chinesische Firmen noch nicht haben. Ein typisches Beispiel war die Einstellmaschine, also Wheel Alignment Machine, wo Spur und Stutz von Achsen eingestellt wird, war in China zu unserer Gründungszeit noch nicht da, wurde zuerst im Exportmodell geliefert, Kostensenkungsprogramm von uns ist vor Ort gebaut worden. Mittlerweile gibt es auch chinesische Hersteller bei vielen deutschen Zulieferern oder auch einem chinesischen Joint Venture liefern wir noch. Und bei anderen Themen, da sind wir auch noch angefragt. Also du bist mit chinesischen Kunden gut aufgestellt, teilst dir halt den Markt mit anderen Europäern, die gleiche Technologie haben,
auf. Wo komplett es schwierig wird, ist halt mit staatlichen Unternehmen. Also wir haben immer wieder versucht, in der chinesischen Industrie für die Zugherstellung reinzukommen. CRRC ist ja ein großer gewesen. Und da gibt es immer wieder Gründe, warum man am Ende des Tages den Auftrag nicht kriegt. Wir sind halt ein deutsches Unternehmen, zwar mit 100% gegründet in China, aber es ist 100% Strama und kein Joint Venture. Du, Corinna, hast es gesagt, wie Bosch das macht. Die haben halt lauter Joint Ventures und auf diese Weise können sie eben auch an chinesische Staatsunternehmen liefern. Da ist halt bei uns das schwieriger. Mit chinesischen Kunden zu verhandeln auf Augenhöhe, das ist auch nicht schwieriger als mit Bosch in China zu verhandeln. Da sitzen ja auch chinesische Geschäftsführer, chinesische Einkäufer da. Also das ist die gleiche Mentalität, mit der man umgehen können muss. Da gibt es keine Unterschiede. Es gibt halt immer noch bei rein chinesischen Unternehmen schon die Thematik, ich kaufe bei einem rein chinesischen Hersteller mit chinesischen Namen. Ich sage, wie wir unser Unternehmen gegründet haben, chinesischer, deutscher Geschäftsführer, deutscher Einkäufer und alles deutsch. Mittlerweile gibt es auch keinen einzigen Deutschen mehr. Ansonsten könntest du kein Geschäft machen. Du musst diese chinesische Mentalität verstehen, du musst diese chinesische Mentalität leben. Diesen Switch, den haben in den 14 Jahren, seitdem wir jetzt da vor Ort sind, oder 2011, 13 sind es, wo wir jetzt da vor Ort sind, den haben Maschinenbauer wie wir vollzogen, den haben auch die Boschs oder die ZFs vollzogen, da waren auch Deutsche gesessen und es ist mittlerweile alles chinesisch geworden, also die chinesische Mentalität wird auf allen Schienen gelebt. Ich sage ganz einfach, ich meine, bei staatlichen Unternehmen, da gibt es eine Hürde, die wir haben. Und die zweite Hürde ist ganz einfach, wenn chinesische Hersteller das Gleiche können wie wir. Die preisliche Hürde, da können wir einfach nicht mithalten. Da gibt's Differenzen, wie ein chinesischer Hersteller aufgestellt ist im Vergleich zu uns deutschen Unternehmen. Die siedeln sich schon einmal an anderen Industriezonen an als wir. Bei uns ist dann das Leben schon teurer in der Umgebung von Shanghai. Da bist du nicht im Wettbewerb. Und drum ist halt diese Geschichte bei der Strama sehr interessant gewesen. Zunächst sind wir gefordert worden, hierher zu kommen, Wertschöpfung zu liefern. Der nächste Schritt war, okay, wir sind in einem Niedriglohnstandard, also lass dann für Low-Cost-Countries auf der Welt liefern. Dann haben wir aus Taizang nach Osteuropa geliefert, nach Mexiko geliefert. Da ist aber dann auch immer ein bisschen mit unterschiedlichem Maß gemessen worden, hat ein echter chinesischer Hersteller nach Osteuropa, Mexiko geliefert. Ist mit einem anderen Maß gemessen worden, als wenn Strama aus China rausliefert. Da hat man Strama Qualität und Strama Komponenten erwartet. Das Thema, das Geschäftsmodell in den kurzen Zeit von 13 Jahren hat sich also massiv verändert und mittlerweile hat man halt nur noch die Chance mit Hochtechnologie unsere Kundschaft, sei es chinesisch, aber im Wesentlichen deutsch oder Joint Venture, deutsche Joint Venture, da aus Taizang heraus zu liefern. Und das wird auch das Los eines deutschen Unternehmens sein, wenn du nicht technologisch oder qualitätsmäßig oder image-markenmäßig immer einen Schritt voraus bist vor chinesischen Unternehmen, dann wirst du immer der zweite Sieger sein. Und das muss halt uns bewusst sein, in Deutschland diesen technologischen Fortschritt, dieses etwas besser, etwas schneller zu sein, etwas höheren Qualitätsanspruch zu haben oder auch das Markenimage auf Niveau zu halten. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir mit Sicherheit in China selbst, im Markt China selbst, verlieren oder halt auf der globalen Schiene sowieso. Ja, du hast ja im Grunde genommen gesagt, das eine ist Technologievorsprung, immer ein Schritt voraus, wie zum Beispiel bei der Bonding-Technologie FMK von der Strama-Gruppe. Das andere ist dann die Organisation chinesisch gestalten vor Ort, um chinesische Kunden besser zu verstehen. Das stimme ich alles zu. Und wenn wir jetzt das Modell SU7 von Xiaomi gucken, ist ein sehr schnittes Design und man nimmt das immer im Vergleich zu Porsche Panamera.
Kostete aber allerdings nur 30.000 Euro das Fahrzeug in China. Und was ich aber erstaunlich finde, das ist, glaube ich, auch kann man lesen, das Fahrwerk kommt von der Firma Bentele aus Deutschland. Und Alexander, du hast ja im Rahmen von deiner Produktion einige Automobil-OEM aus China zu tun gehabt, gesprochen gehabt. Was denkst du, warum trotz dieser starken Preisdruck Xiaomi oder andere OEMs aus China nach wie vor bestimmte Komponente oder Module aus deutschen Marken oder aus deutschen Firmen kaufen? Was ist der Grund? Also ich glaube, das spielt, und das wurde ja vorhin auch schon ein paar Mal erwähnt, die Qualität eine große Rolle, weil es viele Bereiche gibt, eben in diesem Hardware-Sektor vor allem, in dem die deutschen Autozulieferer immer noch eine sehr hohe Qualität liefern und sehr viel Erfahrung haben. Und die werden dann eben auch bevorzugt. Ich glaube, das wird sich eben, was ich vorhin erwähnt hatte, ein bisschen ändern in dieser Software-Welt. Und was man eben auch mit Xiaomi ganz stark merkt, ist, dass auch sehr, sehr viele Unternehmen aus der Nicht-Automobilbranche in diesen Bereich eintreten, in diesen Sektor eintreten. Xiaomi hatte ja bisher nichts mit Autos zu tun. Es waren ja eher die Smartphones, die Haushaltsgeräte, die als unter der Xiaomi-Marke bekannt waren. Aber man sieht es mit Xiaomi, mit Huawei, dass eben Unternehmen aus dem Nicht-Automobilbereich jetzt in die Branche eintreten. Und sie haben sehr viele Vorteile, was die Software angeht. Und da werden sie bestimmt in Zukunft auch viel mit chinesischen Zulieferern zusammenarbeiten oder mit deutschen, ausländischen in China, wo vor Ort geforscht und entwickelt wird. Aber ich glaube, was die Hardware angeht, was diese Komponenten angeht, da haben die deutschen Autozulieferer immer noch Vorteile. Und wie Herbert vorhin gesagt hat, wenn sie es schaffen, die deutschen Autozulieferer, wenn sie es schaffen, in Zukunft dann innovativ zu bleiben, am Puls der Zeit zu bleiben, den anderen einen Schritt voraus zu sein und eben an dieser Qualität festzuhalten, da werden sie auch ab jetzt noch gute Chancen haben. Wobei man sagen muss, es wäre natürlich auch schön, wenn wir im Softwarebereich Zulieferer hätten, die sich da etablieren können für die Zukunft und wo wir nicht von den Chinesischen abgehängt werden, weil sie da mehr, teilweise auch mehr investieren, mehr ausprobieren, mehr entwickeln. Ja, über diese Investition und Innovation und Softwarebereich, da würden wir in den nächsten Abschnitten mal sprechen. Aber in dem Abschnitt zu bleiben, ich finde, unsere Zielgruppe Webinars ist ja die deutsche KMU. Und ich glaube, da kann man durchaus das positive Nachricht eigentlich rausholen. Corinna, du hast ja in einem Statement wunderschön formuliert, als mögliche USP von deutschen Zulieferer ist das kontinuierlich, also mit meinen Worten, kontinuierlich diese Qualitätsstandards produzieren. Und du bist ja in China, du hast ja sicherlich deine Gründe, warum du das nennst. Siehst du da tatsächlich nach wie vor als einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der chinesischen Wettbewerber? Also das hat natürlich viel mit Branding auch zu tun, nicht? Aber dafür stehen eben diese deutschen Zulieferer, ja, wie heute auch schon halt mehrfach erwähnt worden ist. Das ist mehr oder weniger nicht standalone, aber das ist eben das, was man von einem deutschen Zulieferer erwartet. Und wenn ich in eine bestimmte Fahrzeugklasse vordringe, dann erwartet das eben auch der Kunde. Habe ich einen chinesischen Wettbewerber, der mit der gleichen Sicherheit, dem gleichen Image sozusagen garantiert, dass er das am besten kann und zuverlässig und vor allen Dingen eben auch sicher, dann habe ich natürlich ganz da mit hohem Wettbewerb zu rechnen und der findet ja auch statt. Aber wenn es um Sicherheit geht und wenn es um Qualität auch geht, dann geht man da kein Risiko ein. Das ist wie in anderen Industriebereichen auch, nicht? Also ich komme heute von der Umweltmesse zum Beispiel, nicht? Und da sind nach wie vor deutsche Pumpenhersteller vertreten. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, Pumpen ist jetzt auch nicht so Hightech. Unter anderem ist es schon ein bisschen Hightech, aber okay. Aber in kritischen Bereichen wird halt in, was weiß ich, Wasserbergen oder Rücklaufventilen oder sowas, wird deutsche Technologie genommen, weil man einfach sagt, da möchte ich keinen Ärger haben, da möchte ich auf der sicheren Seite sein. Vielleicht sagt man sich auch, und wenn es schief geht, dann habe ich auch einen klaren Schuldigen, kann auch sein. Aber solange man sicher ist, dass man das gewährleisten kann, dann denke ich, ist das eine Chance,
für die deutschen Zulieferer. Und wie gesagt, ich denke, Bosch ist ein gutes Beispiel, ZF ist mit Einschränkung auch ein gutes Beispiel. Man muss nicht alles alleine machen, sondern man muss wirklich diese Schnittstellen parat halten und gucken, wohin geht es vom Trend her. Das, was Alexandra auch gesagt hatte. Vielleicht im Vorausblick nochmal, was ich mich so ein bisschen frage, auch in Bezug auf die Exportstrategien der chinesischen Automobilhersteller. Die Konnektivität, das Ökosystem, was wir hier haben, auch in Richtung autonomes Fahren und so weiter, ist ja ein chinesisches. Kann BYD, das frage ich einfach mal, ich weiß es einfach gar nicht, oder andere chinesische Fahrzeughersteller im europäischen Markt eigentlich das gleiche Sortiment anbieten? Ich glaube, das ist die Frage an Alexandra am besten. Da hast du ja Information für, oder? Genau, also das passt ganz gut, zwar in einem etwas anderen Bereich, aber trotzdem Richtung Software, zu dem, was ich jetzt auch für meine Doktorarbeit geforscht habe in den letzten Monaten, und zwar das Thema Navigationssoftware bei den chinesischen Automobilherstellern, die jetzt nach Europa expandieren. Und in China arbeiten sie ja natürlich mit vielen chinesischen Unternehmen zusammen, unter anderem mit Baidu, mit Google Maps und das, was eben in China genutzt wird. Und da ist die große Herausforderung genau das, was du sagst und fragst: Wenn sie nach Europa kommen, können sie vor allem in diesem Navigationsbereich, der sehr stark reguliert ist und wo es keinen Kartenanbieter auf der Welt gibt, der alle Regionen der Welt abdecken kann und darf, sind auch die chinesischen Automobilhersteller darauf angewiesen, dass sie hier in Europa lokale Partner sich suchen. Das heißt, sie können gar nicht mit den chinesischen chinesischen Anbietern zusammenarbeiten, weil die chinesischen für Europa keine Lizenz haben, die Straßen zu erfassen, die Karten zu erstellen. Und dann müssen sie sich vor Ort die Partner aussuchen, die auch hier lokal diese Zulassung haben, das überhaupt zu machen. Und das sind dann teilweise die Partner, mit denen eben auch die deutschen OEMs zusammenarbeiten oder die europäischen OEMs, weil die auf die Region spezialisiert sind. Und ich glaube, das wird eben auch in anderen Bereichen zu sehen sein, genauso wie du das sagst, dass sie dann auch nicht alles hierher eins zu eins bringen können, weil sie, ich weiß nicht, im Bereich Konnektivität zum Beispiel in China vielleicht mit Alibaba Cloud zusammenarbeiten, was hier ja gar nicht der starke Partner wäre. Dann würden sie hier nach anderen Partnern suchen müssen, um teilweise die gleichen Funktionen vielleicht anbieten zu können, aber auf jeden Fall angepasst auf den Markt und mit einem lokalen Partner zusammen. Hallo, mein Name ist Rainer Burkhardt, ich bin deutscher Rechtsanwalt, lebe und arbeite seit 27 Jahren in China. Mit meinem chinesischen Partner haben wir vor 11 Jahren die chinesische Rechtsanwaltskanzlei Burkhardt und Partner gegründet. Wir beraten den deutschsprachigen Mittelstand in allen unternehmensbezogenen Belangen in China. Legitimiert, praxisnah und kompetent. Sprechen Sie uns an. Ja. Das ist natürlich auch ein Thema, Datensicherheit und Sicherheit für das Geschäft sind die Anwälte auch. Aber jetzt in die Richtung Innovation. Was sind die gewünschte und notwendige politische Maßnahmen oder Unterstützung für die deutsche Zulieferer? Wir sind ja schon ein paar Mal vorbeigelaufen, um Innovation zu betreiben. Wir haben auch häufig gesprochen, dass in China, dass da die Investitionswille groß ist. Was sind, Herbert, aus deiner Sicht die gewünschte Maßnahme von der Rahmenbedingungen, um Innovation in Deutschland zu betreiben? Ja gut, ich meine, das Thema Innovationsförderung, Forschungsförderung, ich sehe jetzt das nicht nur als nationales Thema, sondern als europäisches Thema. Es wurde einiges getan und auch die deutsche Regierung, die da gut Geld positioniert, um eben das Thema Software, autonomes Fahren da voranzutreiben. Also da werden schon gewaltige Gelder für die OEMs oder für große Zulieferer locker gemacht, gerade im EU-Bereich. Das sind oft Programme, die für Mittelständler wie jetzt uns als Straumer da oft schwer zu bedienen sind. Da musst du deine Lobbyisten schon vor Ort zu haben. Diese Rahmenbedingungen der Forschungsförderung, um eben diesen technologischen Vorsprung zu halten, das ist eminent wichtig.
Und wenn man unsere deutschen Automobilhersteller anschaut, also gerade BMW, die kenne ich halt am besten, die sind jetzt ja vielleicht nicht besser, ich will die jetzt ja nicht rausstellen und Werbung betreiben, aber was da an Forschung, an Entwicklung, an Investitionen gerade in den Bereich Batterie reinfließt, selbst also Zellfertigung auch betreiben, nicht um am Ende des Tages auch die Zellen selber zu machen, aber um die Technologie zu beherrschen, um eben mit den Zulieferern, sei es aus China, dann die auf Augenhöhe mit dem Zulieferer die Technologie besprechen zu können. Da ist natürlich ein höherer Ansatz in China da, wo diese Forschungsförderungen da sind. Wir bezeichnen es immer als Subventionen und auch unser Kanzler Scholz hat ja da ein bisschen Einhalt geboten. Er ist ja da ziemlich abgeblitzt, gleiche wirtschaftliche Rahmenbedingungen da zu gewährleisten. Es ist ja von politischer Seite von China sehr stark verneint worden, dass da über die Dimensionen Subventionen fließen. Das Ganze ist zu gestalten und ich will aber sagen, so schlecht sind wir da in Deutschland bzw. Europa auch nicht aufgestellt. Und ein Thema bloß noch, weil das Thema Software immer so rausgestellt wird und das Auto reines Softwareprodukt. Ich meine, natürlich ist es sehr wichtig, dass du ordentlich im Auto telefonieren kannst, dass du deine Freisprecheinrichtung hast, dass du ein sehr gutes Navigationssystem hast, dass du da vernünftig ins Internet reinkommst. Aber solange wir immer noch selber fahren müssen, ich sage es dürfen, also meine Generation, ist es nicht so bedeutend, da ein Fahrzeug zu haben, das alle elektronischen Möglichkeiten hat. Und ich meine, man hat ja einmal lange gesprochen, der jungen Generation, das ist vor 10 Jahren, da hat meine Tochter das Autofahren angefangen, ist immer gesagt worden, ja, Markenimage ist gar nicht wichtig und sonst was, irgendein Untersatz mit 4 Rädern. Es hat sich da wenig, wirklich wenig in eine andere Richtung entwickelt. Entweder die Kinder, die lehnen ein Auto komplett ab, sagen, na, ich bin in einer Großstadt, da gibt es genügend öffentliche Verkehrsmittel und das bisschen, was ihr Auto braucht, da leihe ich mir es aus. Oder aber sie legen doch sehr starken Wert noch auf ein gewisses Markenimage. Und ich habe es ja schon mal erwähnt, also so chinesische Modelle, die du für 20.000 Euro kriegst, die lehnen auch ganz junge Autofahrerinnen ab, weil es vielleicht das bessere Display haben, aber von der Sicherheit, vom Fahrkomfort her, ist auf keiner Augenhöhe, ist wie mit einem einfachen Fahrzeug, das aus deutscher Produktion kommt. Das muss man auch einmal sehen. Das sind auch chinesische Fahrzeuge, neuere Modelle mit der Marke Ilaris auf den deutschen Markt gebracht. Es ist nicht so, dass da der Durchbruch schon geschafft ist. Wenn natürlich so Luxusmodelle von chinesischen Herstellern kommen zum halben Preis wie deutsche Hersteller, dann kann natürlich da sich schon ein kleiner Markt entwickeln. Aber auch koreanische, japanische Automobilhersteller, die Qualität auf Augenhöhe sind, noch nicht das Markenimage haben, haben auch nicht den kompletten Durchbruch geschafft. Dankeschön. Ganz kurze Frage an Corinna als letzte Frage heute. Kanzler in China abblitzen lassen, kannst du das in Shanghai beobachten oder wie ist dein Gefühl? Ja, ich war nur teilweise eingebunden bei der Reise. Ich muss noch sagen, mir ist eines sehr stark in Erinnerung geblieben, dass er, ja, das war eines der Themen, die er mitgebracht hat, natürlich auch das Dumping-Thema. Das hat er auch im Kreise vor den Studenten an der Tunji-Universität nochmals angesprochen. Da wurde eben auch angesprochen, interessanterweise, mögliche Zusammenarbeit im Bereich der Elektromobilität. Da ist er so ein bisschen ausgewichen, hat aber eben auch gesagt, es sind schon mehrere Fahrzeuge aus Japan und Korea auf dem deutschen Markt jetzt rumgefahren und es ist jedes Mal der Untergang prophezeit worden, er ist nicht eingetreten und davon gehen wir jetzt auch mal aus. Mir persönlich hat am besten gefallen seine Aussage, dass es sagt, wir müssen von der Position her einer selbstbewussten und gestärkten Wettbewerbsfähigkeit mit China diskutieren und sprechen. Und ich glaube, um das zu erreichen, braucht man eben halt viel. Wir müssen bei der Innovation, bei der Technik vorne dran sein. Wir müssen selbstbewusst auch auftreten, weil wir eben sagen, wir sind auf Augenhöhe.
ich glaube, Herbert hat es ein paar Mal erwähnt, das ist, glaube ich, genau der Punkt, den er sagen wollte. Und wir dürfen uns auch nicht nur treiben lassen. Aber er hat natürlich auch ein klares Veto eigentlich ausgesprochen über die gegenüber den Strafzöllen. Also das hält er nicht für notwendig, sondern er sieht selbstbewusste Wettbewerbsfähigkeit, das heißt Technikvorsprung, das heißt aber auch eben Investitionen in Innovation als die beste Ausgangsbasis. Das natürlich vor dem Hintergrund, dass Deutschland eben auch ein großer Automobilexporteur war und noch ist. Und das hoffentlich auch trotz des chinesischen globalen Angriffs in Anführungsstriche bleiben wird. Das hast du wunderbar formuliert. Das spart meine Abschlussworte. Insofern eine Minute nach 10. Wir sind pünktlich fertig. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Und auf Augenhöhe ist das Stichwort. Dafür braucht man natürlich auch Vertrauen und Kontrolle in der Niederlassung der deutschen Mittelstandsfirmen in China. Das ist das Thema für unsere Veranstaltung am 23. Mai 2024. Und ich bedanke mich für Ihre Teilnahme und tschüss, bis nächste Mal.